Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Filuka unterwegs. Ich habe in der letzten Folge schon davon gesprochen, was es für ein monumentaler Task, für eine monumentale Aufgabe ist, das hier alles trocken zu legen. Ich habe ein bisschen damit angefangen, habe hier jede Menge Kies und Sand reingeschmissen, habe angefangen, den dann wieder abzubauen, um den dann weiter da hinten wieder reinzuschmeißen und so Stück für Stück Luft aus dem Wasser zu machen. Da regen sich gerade ein paar Guardians über irgendwas auf. Auf die muss man auch immer aufpassen. Während ich hier so vor mich hin Blöcke hab fallen lassen und wieder aufgebuddelt habe, ist mir eingefallen, dass es für Minenschächte und so weiter einen Trick gibt, wie man ganz schnell jede Menge Sand und Kies abbauen kann. Und ich dachte mir, das müsste hier eigentlich auch funktionieren. Man muss ein bisschen tricksen. Ich trinke nochmal eben meine Tränke, damit ich unter Wasser auch sehen kann, was ich tue. So, jetzt haben wir 8 Minuten Zeit. Ich habe hier quasi eine Zwischendecke eingezogen. Und unter dieser Zwischendecke, das muss ich jetzt eben nochmal freigraben, ist auch ein bisschen Sand und Kies, weil ich den gerade dabei hatte. Da ist der Populus. Der hat mit ganz massiven Netzwerkproblemen zu kämpfen. Der wird wahrscheinlich in 2 Minuten wieder rausfliegen. Ich habe ein bisschen versucht, das mit Ferndiagnose oder ähnlichem zu beheben, aber das war bis jetzt leider nicht von Erfolg gekrönt. Der Trick, von dem ich sprach, ist, hier unten eine Fackel hinzustellen. Ah, da habe ich offensichtlich vergessen. Das kriegen wir vielleicht trotzdem hin, wenn ich schnell genug bin. Ich bin nicht schnell genug. Wenn ich jetzt diese Zwischendecke rausnehme, dann fallen die Sand- und Kiesblöcke von oben runter auf die Fackel. Und weil sie hier unten keinen vollen Block haben, in dem sie liegen bleiben können, werden sie als Items gedroppt. Und das sieht dann so aus. Und das bedeutet, dass ich die nicht alle aufgraben muss. Das ist viel einfacher und geht. Was suchst du hier? Kann ja wohl nicht angehen. Ich bin hier am Aufnehmen. Das geht viel einfacher und schneller. Mein Inventar ist voll. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Da sollte ich erstmal einen kleinen Snack zwischendurch nehmen. Und dann, das wird ewig dauern, bis ich hier durch bin. Vielleicht sollte ich ein paar Schilder oder eine Tür oder sowas hier hinstellen. Ein bisschen was aus meinem Inventar ablegen. Aber prinzipiell gefällt mir dieser Trick eigentlich ganz gut. Und ich dachte mir, für Leute, die ähnlich große Vorhaben machen, wo man jede Menge Wasser loswerden muss, zeige ich mal kurz, wie das funktionieren kann. Und weil ich nicht schon wieder eine Episode rund um diesen Wassertempel machen wollte, gehe ich jetzt mal woanders hin. Wir haben hier im Nether eine ganz komfortable Bahn, mit der man zu den verschiedenen Portalen kommt. Was wir aber noch nicht haben, ist ein vernünftiger Abzweig zu unserem Wassertempel. Da kann man entweder bis zur Endstation da, wo ich eben war, zum Mesabiom fahren, oder man springt hier mitten während der Fahrt ab. Und es gefällt mir nicht. Ich mag es, wenn es bequem ist und man auf Knopfdruck dahin kommt. Und deswegen bauen wir jetzt hier mal eine Abzweigung rein.
Als allererstes brauchen wir dafür eine Menge Platz. Dank Effizienz 4 auf meiner Spitzhacke dürfte das kein allzu großes Problem sein. So, das soll uns für den Anfang reichen. Den Boden noch einmal rausnehmen, denn es ist unwahrscheinlich, dass hier Gas drin spawnen, aber für den Fall, dass sie es doch tun, habe ich ganz gerne irgendwas, was den Explosionen standhält. So. Und so. Und grob in diese Richtung geht es zu unserem Portal zum Wassertempel. Ah, mein Inventar ist offensichtlich voll. Ich stelle mal den hier hin und dann machen wir nochmal eine Truhe, wo wir alles überflüssige Material reintun können. Daneben sollst du so ein bisschen was loswerden. Und du stehst da eigentlich im Weg. So, dann brauchen wir erstmal ein paar Schienen. Na, komm schon. Wir wollen einmal von hier um die Ecke. Dann haben wir von hier eine ankommende Bahn. Machen wir sie auf dieser Seite, dann ist sie auf derselben Linie wie die. Und wir haben eine, die nach da geht. Und irgendwo hier, sagen wir zum Beispiel da so, da brauche ich dann eine Booster Rail. Ah, ich habe Redstone hier. Aber ich habe kein Gold. Das wollte ich rausholen. So und so. Das wird unser Startpunkt. Das heißt, wir haben eine Abzweigung, die hier hingeht. Die soll dann, wenn sie sich dahin umschaltet, dann könnte ich die hier. Dann habe ich aber das Problem, ich möchte das so realisieren, dass egal aus welcher Richtung man kommt, man hier landet. Das geht jetzt von hier aus, aber das geht nicht von hier aus und das geht nicht von hier aus. Das können wir aber relativ einfach regeln. Dazu brauchen wir Detector Rails. Na, ganz so viele nicht. So und so und so und so. Das heißt, wenn ich, dann machen wir drei. Ein bisschen Abstand ist ganz gut, damit die Schiene Zeit hat umzuschalten. Wenn ich hier von hier komme und hier drüber fahre, soll die sich umschalten und die. Und wenn ich von hier komme und hier drüber fahre, soll die sich umschalten. Das ist ganz okay. Da machen wir hier eine. Die erwische ich ja aus beiden Richtungen und von da brauche ich gar nichts tun. Wobei ich jetzt wahrscheinlich Unsinn gemacht habe, denn ich muss ja auch noch was darunter tun, womit ich sie umschalten kann. Machen wir uns ein bisschen Platz, dass wir hier ein bisschen Redstone hinlegen können. Mein Inventar ist schon wieder voll.
Ausgang bräuchte ich wohl auch noch. So. Unfug aufsammeln. Und dann stellen wir hier nochmal ein Licht hin, damit wir auch sehen, was wir machen. Wir haben einmal hier eine Weiche, die wir umschalten. Ist das der richtige? Das ist nicht der richtige. Da haben wir sie. Einmal so. Ah, die ist in dem Zustand, also wenn sie Energie kriegt, wenn sie ein Redstone-Signal kriegt. Dann haben wir, da mache ich mir mal hier ein Loch. Dann haben wir hier eine Weiche, die wir umschalten wollen. Gut. Hier ist die Detector Rail. Das ist eigentlich ganz einfach. Die können wir einfach dahin leiten. Und die andere Detector Rail ist hier. Das ist auch ganz einfach. Da brauchen wir auch nur ein bisschen Redstone. Das hilft uns jetzt, indem, sobald hier ein Card draufsteht, gibt die ein Signal ab und schaltet diese Weiche um. Ich stelle mich mal so hin. Das Feintuning müssen wir dann eventuell noch mit Repeatern machen, um das Signal zu verzögern, damit die auch lang genug umgeschaltet bleibt. Aber das machen wir gleich, wenn wir das testen. Dann haben wir unser Abfahrtssignal. Davon brauchen wir drei Stück. Einmal in Richtung Mesa-Biom, einmal in Richtung Mesa-Fortress und einmal in Richtung Wassertempel. Dich nehmen wir mal weg. Das heißt, wir haben da ein Signal und hier ein Signal. Das Signal, was in Richtung Wassertempel geht, das muss gar keine Weichen umschalten. Das muss nur diese Booster Rail aktivieren. Das Signal, was Richtung Nether Fortress geht, muss die Booster Rail aktivieren und diese Weiche umschalten. Das könnten wir also hier machen. Das liegt beides sehr nah. Und das Signal, was Richtung Mesa-Biom geht, muss die Booster Rail aktivieren, diese Weiche umschalten und diese Weiche umschalten. Das ist also hier auch ganz okay. Dann fangen wir mit dem hier an. So. Na. Und hier, das heißt, diese Blöcke nehmen wir raus. Und ersetzen sie durch Slabs. Slabs haben nämlich den Vorteil, dass die ein Redstone-Signal nicht unterbrechen. Einmal so und einmal so. Und dann sieht es von hier oben aus, als wäre es massiver Grund. Ich kann eigentlich schon mal ein paar Knöpfe machen. Drei brauche ich. Einmal, noch einmal und einmal da.
hier dasselbe Spiel. Einmal so. Dann brauchen wir einen Sprung Redstone. Da komme ich da dran. Kann ich nicht sehen von hier. So. Einmal. Slap wieder hin. Und nochmal. Und wieder zu. Dann ist hier drüber unsere Booster. Nein, hier müsste sie drüber sein. Die Booster-Schiene. Da mache ich mir auch ein Loch, damit ich sie sehen kann. Sie ist genau zwischen den beiden Knöpfen. Dann brauche ich hier eigentlich gar nichts an Signal machen. Die wird nämlich schon automatisch von beiden angetrieben. Dann muss ich nur von dem ein Signal rüberziehen. Das ist dieser hier. Und der, das Signal muss sich dann wahrscheinlich invertieren. Zwischen den beiden Knöpfen, habe ich gesagt. Also ist sie hier. Vielleicht zwei brauche ich davon. Vielleicht habe ich ein bisschen knapp kalkuliert. Das machen wir so. Und dann setzen wir hier. Jetzt müsste die Booster-Schiene hier dauerhaft an sein. Das ist auch erstmal okay. Es könnte ein bisschen knapp werden. Ja, das ist nämlich das Problem in diese Blöcke, um die... Ich muss jetzt diese Redstone-Fackel ausschalten, damit sie nur angeschaltet ist, wenn ich diesen Knopf hier drücke. Und das Problem ist, dass man hier nur ein Signal reinkriegt in den Block, um die auszuschalten, wenn dieses, das ist schwer zu sehen auf dem roten Untergrund. Ich mach mal so. Wenn dieses Redstone, diese Redstone-Verbindung gerade ist, wenn die also ein gerades Signal. Aber ich glaube, wenn die eine gerade Linie ergibt, so. Ich glaube, das können wir aber uns etwas vereinfachen, wenn wir einfach den Platz hier hinten nutzen. So. Jetzt bräuchte ich jemanden, der da oben auf den Knopf drückt. Das heißt, brauche ich nicht unbedingt, kann ich, glaube ich, von hier unten. So, wenn man da jetzt auf den Knopf drückt, geht die hier aus. Genau so wollen wir das. Und dann ziehen wir einfach das Signal von der hier raus und damit ist die dann aus. Es sei denn, ich drücke den Knopf, dann geht sie an. Das war der erste Streich. Jetzt habe ich, wenn ich hier drauf drücke, ein Antriebssignal. Wenn ich da drauf drücke, ein Antriebssignal. Und wenn ich da drauf drücke, ein Antriebssignal. Das funktioniert schon mal. Gefällt's dir? Gut, hier müssen wir keine Weiche umschalten. Hier müssen wir diese Weiche umschalten. Das heißt, wir müssen von diesem Knopf, genau, hier ein Signal dahin bringen. Da können wir uns eigentlich einfach das hier abgreifen
Das müssen wir dann aber auch wieder invertieren. Denn das soll ja nur an sein, solange der Knopf gedrückt ist. Einmal so, die ist automatisch aus. Und sobald sie angeschaltet wird, geht sie hier rein, schaltet diese hier aus und damit ist die Weiche umgeschaltet. Einmal gucken, ob das hinhaut. Ja, genau so soll es sein. Damit ist die Richtung zum Nether Fortress fertig. Jetzt kommt dieser Kandidat. Den Teil haben wir. Jetzt muss ich noch die beiden Weichen damit umschalten. Das heißt, ich muss von dem hier hier ein Signal draufbringen und hier ein Signal draufbringen. Und das Ganze natürlich ohne Rückwirkung. Dann holen wir uns dieses Signal hier hinten runter. So. Machen uns hier noch ein bisschen Platz. Und dann brauche ich zwei Repeater. Redstone habe ich genug? Habe ich nicht ganz. Vier Fackeln, noch ein bisschen Redstone, ein bisschen Stein, ein bisschen Redstone-Fackeln, ein bisschen Redstone, zwei Repeater. Der eine Repeater geht hier rein. Die haben den Vorteil, dass das Redstone-Signal von hier nicht zurückläuft. Denn was dann passieren kann, ist, dass man über diese Weiche fährt, damit auf der Detector Rail ein Signal anliegt und das dann hier zurückgeht und meine Antriebsschiene antreibt. Das heißt, man kommt hier zwar an, wird aber sofort wieder zurückgeschickt. Und das wäre doof. Dann wollen wir hier ein Signal draufgeben. Auf den hier. Und das können wir wahrscheinlich ganz einfach, wenn wir hier statt einem vollen Block einen Slab ansetzen. So. Und so. Und wenn ich dann hier... Ihr seid schon zu zweit hier. Ich versuche was zu erklären. Geht. Husch. So, hier noch einmal Platz. Der hier kriegt das Signal vom Knopf. Und weil es ein Slab ist, liefert der das nicht in beide Richtungen. Dann müssen wir hier auch noch einen Slab machen. Nicht in beide Richtungen. Jetzt in beide Richtungen. Schauen wir uns das mal an. Das können wir gleich noch zumachen. Nein, nicht in beide Richtungen. Okay. Wobei... Setzen wir hier erstmal wieder einen normalen Block hin. Der müsste dann nämlich... ich habe meinen Testknopf da drüben gelassen. Den brauchen wir jetzt mal kurz. Na komm.
So, einmal so, wenn ich hier drauf drücke. Ja, wunderbar. Das hier kriegt ein Signal, das hier kriegt ein Signal. Müsste eigentlich alles so funktionieren, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Wenn ich hier drauf drücke, ein bisschen so hinstellen. Ja, werden beide Weichen umgeschaltet. Und die Booster Rail kriegt auch Saft. Dann machen wir das Ganze hier mal zu. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nur da volle Blöcke hinsetzen, wo auch volle Blöcke hin können. Hier zum Beispiel kann kein voller Block hin, denn der würde dieses Signal hier unterbrechen. Also machen wir einen Slap. Und es funktioniert immer noch. Hier machen wir auch zu. Was hat da gezischt? Und dann geht es jetzt ans Testen. Das Timing ausprobieren. Gehen wir mal hier an die Endstation und gucken, ob wir da anlanden, wo wir hinwollen. Und das ist genau das Problem, was ich meinte. Wenn ich von da komme, setzt eine dieser Detector Rails ein Signal ab, das die Antriebsschiene abkriegt und mich dann sofort weiterschickt. Und zwar hier rüber. Das heißt, die eine Weiche wird auch so weit verzögert. Na, hier ist die Treppe. Also stellen wir doch hier mal ein Blaze. Ja, wenn ich hier ein Signal drauf habe, geht da automatisch. Aber warum? Das hier dürfte keinen Einfluss haben. Das hier geht nicht weiter. Hier kommt das Signal an von der Detector Rail. Und schaltet hier die Weiche um. Das ist soweit okay. Hier geht das Signal noch weiter. Aber das dürfte hier nichts weiter machen. Welche? Die hier wird ausgeschaltet und die sollte nicht ausgeschaltet werden. Das heißt, die hier kriegt hier irgendwo. Ah ja. Da ist ein. Das war die Fackel, die ausgebrannt ist, das Zischen. Alles klar. Wenn Redstone-Fackeln zu oft zu schnell umgeschaltet werden, dann brennen sie irgendwann aus. Und das ist das Zischen, was wir da gerade gehört haben. Da ist nämlich das, womit machst du denn jetzt? Hier ist keine mehr dran. Aus irgendeinem Grund kriegt die ihr eigenes Signal. Warum? Du dürftest doch eigentlich nicht. Eigentlich dürftest du nicht. Ist das. Ah, ich vermute, die gibt ja auch ein Signal nach oben ab. Die gibt dann das Signal in diesen Block und dieser Block gibt es über den Klecks Redstone, der da oben drauf ist, dann weiter. Die Fackel selber und dadurch hat man dann ein schnell. Leute, ihr nervt gerade richtig. Dadurch hat man dann einen schnell oszillierenden Schwingkreis, was
ziemlich unpraktisch ist. Der sorgt dafür, dass die Fackel durchbrennt. So, ich möchte da geh beiseite. Ihr stellt meine Geduld wirklich auf eine Probe gerade. Ja, so ist fein. Geh raus, hau ab. Und du auch. Geh deinem Kumpel hinterher. Geh irgendwo hin, was nicht hier ist. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Keinen Block setzen. Geh weg. Okay, ich mache jetzt hier mal kurz eine Pause und warte drauf, dass diese dusseligen Pigmen ja verschwunden sind und dann sind wir gleich wieder da. So ganz bin ich die Kameraden nicht losgeworden, aber immerhin haben sie mir jetzt genügend Platz gemacht. Ich habe hier auf beiden Seiten jetzt Blöcke gesetzt, damit ich das Signal von dieser Fackel, die durch den Knopf ausgeschaltet wird, kriege. Die schaltet zum einen hier die Booster Rail ein und zum anderen geht das Signal hier hin, was dann hier gar nicht so funktioniert, wie es soll. Ah, ich habe im Moment eh da oben. So, den müssen wir wegnehmen. Dann schaltet die um. Aber wenn ich den Knopf drücke, schaltet sie nicht um, weil dieser hier, doch, der müsste doch ausgehen. Ah ja, alles klar. Das Problem ist, dass man... Lava. Das Problem ist, dass diese Fackel diesen Block nicht versorgt. Weil das leider aus irgendeinem Grund so nicht funktioniert. Also setzen wir sie hier hin. Und machen das Ganze so. Dann müsste jetzt aber endlich alles so funktionieren. Das wird umgeschaltet, die wird nicht umgeschaltet. Hier werden beide umgeschaltet. Okay, Zeit für eine Testfahrt. Okay, kleines Problem, wenn ich hier drauf drücke, wird diese Weiche hier nicht lang genug umgeschaltet. Das lässt sich aber einfach beheben, da brauchen wir nur einen Repeater. Damit können wir das Signal ein bisschen verlängern. Ups, das ist Unfug. Einmal so. Einmal so. Und wir wollen das Signal von diesem Knopf, das in die hier, da ist schon ein Repeater, hätte ich gar keinen neuen brauchen, neuen bauen müssen. Dann setzen wir den einfach mal auf maximale Länge und schauen mal, ob das jetzt ausreicht. Ja, dieses Mal hat es ausgereicht. Die
dieses Mal auch. Und dann müssen wir noch einmal ausprobieren, was passiert, wenn wir von hier kommen. Ja, wunderbar. Genau so wollten wir es haben. Abzweig ist fertig. Und die Bahnstrecke hier rüber baue ich dann gleich noch fertig, ohne es aufzuzeichnen, denn ich glaube, wie man geradeaus eine Bahnschiene baut, ist eben relativ klar. Ein Bahngleis, vielmehr, aus einzelnen Schienen. Hier machen wir zu, damit da keiner reinfällt. Da unten brauchen wir nicht aufräumen, da geht nie wieder einer hin. So. Wunderbar. Schilder noch drauf. Eins hier, eins hier, eins hier. Wo drauf steht, wohin die einzelnen Knöpfe führen. Und damit ist unsere Bahnlinie um eine Haltestelle und einen Abzweig erweitert. Das soll fürs Erste reichen. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.